Was ist das hier überhaupt? Hä? Das sieht irgendwie komisch aus, die Animation. Warte mal, halt. Es animiert mich nicht gerade. Bah, komm ich da? Ah, okay. Gut. Was ist denn hier schon wieder los? Mann, 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 Mann. So. Tja, nee. Dann wollen wir mal. Töten, 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 töten. Den Schaufelbergbau anzu. Ich glaub das einfach nicht. Jetzt stirb, du blöder Bergbau anzu. Mein Gott. So. Ich habe genug von dieser Höhle. Ich will ja endlich raus. Lasst mich alle in Ruhe. Diese Dreckshöhle. So. Okay. Möge dieser Schaufler sterben. So. Oh, eine Notiz lautet: Hahaha, wenn ihr das lest, dann haben wir euch umzingelt. Jetzt zittert vor der Macht des Vorarbeiters. Zeigt euch. Zeigt euch. Oh, der Vorarbeiter. Wow. Voll furchteinflößend. Fast so schlimm wie der Bergbauanzug. So, ich muss noch die Crew töten. Na sowas. Was ist denn UDB Weg 2? Ich weiß es nicht. So. Offensichtlich bin ich müde und offensichtlich haben die auch andere Abkürzungen wieder sich ausgedacht. LF3M heißt wahrscheinlich Looking for Three Members. Also Suche nach drei Mitgliedern oder Leuten. Looking for Three Men. Hehehe. I've been looking for Three Men. Genau. Genial. Looking for Three Men. War, nee, war das nicht Free. Nee, Freeman hat. Freeman war was anderes. Wie hieß denn der? Morgan Freeman hieß der. Und wie hieß der, der Looking for Freedom gesungen hat? Ach so, hier, David Hasselhoff war das, glaube ich, ne? Ach, ich weiß das auch nicht. So. Lasst mich alle in Ruhe mit dieser Musik. I've been looking for Free Man. Hat der Farbschatten geschrieben? Also, LF3M. Also diese Abkürzung, echt, wenn du irgendwie neu bist in dem Spiel und ja generell in so MMOs neu bist, dann musst du dir doch denken, was schreiben die alle? Die sind ja alle bekloppt. Naja. Gut, was UDB ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, ja. Ach, sie haut sich gleich hin, das ist ja wunderschön. Ja. Okay. Sollte ich ihr sagen, dass das auf YouTube und so? Warte mal. Okay. Und ich muss noch weiter zocken. Nehme gerade ein Let's Play auf. Ich hoffe, das stört dich nicht. So, naja. Damit muss man wohl rechnen. In einem Spiel, ne? In einem MMO. Kein Problem, gut. Aber ich glaube, da hat auch irgendwie kaum einer was dagegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da wer was dagegen hat. Wie heißt dein Kanal? Isation. Oh Gott. Es war so genial. Ich weiß gar nicht, ob die Folge Minecraft schon raus ist. Die Ka Kanalisation habe ich die genannt. Versteht ihr? Kanalisation. Kanalisation. Da kommt nur Scheiß. warte mal, wie heißt der Kanal? Warte. Ich muss jetzt mich erstmal in Sicherheit bringen. Magogan LP. So. Okay. Ich hätte mir echt einen besseren Namen aussuchen sollen. Ich habe das Gefühl, dass sich die Leute das kaum merken können. Beziehungsweise schon, aber man vertauscht halt immer ein paar Buchstaben. Ich meine, wenn ich mir angucke, dass schon Gronkh falsch geschrieben wird. Ja. Und das sind ja nur sechs Buchstaben. Ja, einige schreiben es ohne K, ohne H und einige schreiben es mit K am Anfang.
Also, ja. Ich will doch gar nicht in die Höhle. Ich will hier weg. Lasst mich hier raus. Ich will hier einfach nur weg. Ich will hier nicht mehr länger sein. So. Keine Sorge, den Scheiß guckt sich eh keiner an, XD. So, stimmt ja auch irgendwie. Komm ich hier runter? Komm ich hier? Ja, puh. Ich will hier nur weg. So, aber guckt sich echt kaum einer an. Ich finde das ein bisschen schade. Dass sich das irgendwie niemand anguckt. Also nicht niemand, aber... Es ist doch ein bisschen wenig. Also eigentlich lohnt sich das gar nicht, das zu spielen, aber... Oh, dann habe ich einen View. Naja, ich habe ja schon... Also ein paar Aufrufe habe ich schon jetzt. Im Moment sind es um die 40.000 insgesamt. Aber Guild Wars 2 ist da jetzt nicht so, dass... naja... Let's Play, wo die meisten Aufrufe sind, muss man ja auch zugeben. Einige Videos werden seltsamerweise recht oft geguckt, andere weniger. Auch bei Guild Wars 2 so ist es auch so und bei anderen Spielen natürlich auch. Hier hinten habe ich noch gar nicht entdeckt, ich weiß nicht warum. Da bin ich offensichtlich dran vorbeigelaufen aus irgendeinem Grund. So. Mal auf Englisch schalten hier. Stack ist Hirsch, echt? Wusste ich gar nicht. Schneeeule ist Snow Owl. Na gut, da kommst du auch selber drauf. Also da wäre ich auch selber drauf gekommen, meine ich. So, was ist das? Event war erfolgreich. Das ist ja wunderschön. So, halbe Karte in 15 Minuten gemacht. Echt? Für den einen Aussichtspunkt knapp 40 Minuten gebraucht. Wie kann man die halbe Karte in 15 Minuten machen? Hä? Ja. Wie kann man die halbe Karte in... Oh, ich kann nicht schreiben. In 15 Minuten schaffen. Hat diese blöde Feststelltaste, welchen Sinn hat die? So, schaffen. Und wieso... Wieso schreibst du nicht im Gruppenchat? Hört sich ein bisschen blöd an, wenn ich da tippe, weil ich ein bisschen neben dem Mikrofon hänge beim Labern dann und beim Tippen halt. Also wenn ich da ein bisschen leiser bin, ne, das liegt halt daran, dass ich halt ein bisschen neben dem Mikrofon bin, weil die Tastatur halt auch daneben steht und ich mich dann ein wenig rüber beuge. So, was ist denn hier? Oh, junge Kräuter, junge Kräuter. Also ich habe den ganzen Weg auf mich genommen, nur für ein paar junge Kräuter, das ist ja klar. Warum denn auch nicht? So, und ein Thymianblatt und ein Rosmarinzweig. Ist das nicht einfach wunderschön? Ich möchte einfach nur weiter, ich möchte jetzt mal was schaffen hier. Nicht diesen blöden Aussichtspunkt, da hänge ich die ganze Zeit schon wieder dran. 40 Minuten nicht, aber über 20 waren es auf jeden Fall. Hier muss ich, muss auch mal zum Kriegerlehrer. Ich weiß, da gibt es bestimmt schon Kommentare. Ja, du musst mal zum Lehrer, du brauchst mal wieder ein Buch. Das weiß ich natürlich, aber irgendwie bin ich zu voll dazu. Meisten Events 33% Speedbuff, okay. Ich brauche das alles gar nicht. Ich will mir hier Zeit lassen. So, apropos Zeit lassen, wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin. Dann wollen wir mal. Das kostet zwar ein bisschen was, aber mein Gott. So. Hatte ich nicht eigentlich Post? Nee, das hatte ich schon vorgelesen von Dotta. Die Abtei Dormant braucht euren Beistand. Ein großer Wissensschatz ist in Gefahr. Was? In 10 Minuten wird eine neue Version zur Verfügung stehen. Was heißt das denn? Hä? Was? Hä? Neue Version? Hä? Neue Version? Wahrscheinlich ein Patch, aber um 0 Uhr 22? Komisch. Warte mal. Gute Nacht. Ja. So. Ruhe lang und in Frieden. Nee, ich habe echt zu viel Star Trek geguckt. Soll das jetzt heißen, dass da ein Patch kommt? Werde ich dann rausgeworfen oder wie läuft das jetzt? Ich weiß das ja nicht. Warte mal, ich schreibe mal /k. Wie ist das
mit der neuen Version gemeint, werde ich dann aus dem Spiel geworfen. Generell frage ich mich ja, wieso irgendwie so viele Dateien da geupdatet werden. Weißt du, Guild Wars 2 irgendwie... ich werde dann aus dem Spiel geworfen, das ist ja blöd. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also auf jeden Fall, Sanitäter. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Der graue Terror. Terror. Also was mich da... Na, die Größe des Updates ist nicht das Problem. Das Problem ist echt irgendwie, also ich verstehe das nicht so ganz. Da werden irgendwie meistens so 3000 Dateien oder so in den Bereich runtergeladen. Und das dauert dann immer ewig. Anstatt dass er das alles irgendwie als eine Datei zusammen herunterlädt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass er jede Datei einzeln beim Server abruft. Statt wirklich alle einfach als Bitstream nacheinander zu senden. Ne? Werden die anscheinend einzeln abgerufen, so wie es für mich aussieht. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall gehen die unterschiedlich, also geht der Download unterschiedlich schnell, je nachdem wie viele Dateien gerade, oder wie groß die Dateien jeweils sind. Also wenn gerade irgendwie sehr viele Dateien heruntergeladen werden, die recht klein sind, geht's recht langsam. Und dann wiederum, wenn sie größer sind, dann geht's wiederum sehr schnell. Generell ist der Download auch langsam. Es fällt mir auch nicht nur bei Guild Wars 2, auch bei anderen Spielen fällt mir das auf. Dann hast du da irgendwie, ja, ich weiß nicht, dann hast du da, keine Ahnung. Ich meine, Guild Wars 2 geht ja noch, aber teilweise bist du dann bei 1 Mbit oder so im Download. Ja, also bei DSL 1000 Geschwindigkeit oder so, wenn du mal Glück hast. Na gut, ein bisschen mehr sind es meistens schon, aber da fragt man sich echt, wozu zahlt man eine 128.000er Leitung? Tja, eine gute Frage. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich werde da gleich aus dem Spiel geworfen. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber nein, das passt ja eigentlich sogar recht gut. So, hier kann ich gleich weitermachen. Warte mal, dann werde ich aus dem Spiel geworfen. Dann lade ich das Update, dann nehme ich gleich weiter auf danach. Hoffe ich mal. So, jetzt mache ich aber erstmal hier... helfe ich mal dem Magister Roslin, die Schwarzerdmine zu infiltrieren. Und ich soll Forscher der Abtei retten, Schaufeln, Minen schärfen und Verstärkungsrohre zerstören. Warum habe ich immer so einen Hintergedanken bei Rohr... Ach, ich weiß auch nicht. Also das ist ja echt schlimm. Naja, woran ich wieder denke... Aber ist ja auch schon spät. Wer kann es mir verdenken? Nein, ich erzähle das immer nicht. Irgendwie sehe ich in jedem irgendwas Zweideutiges. Das ist echt schlimm. So. Ich wusste gar nicht, dass die Updates wirklich so um 0 Uhr irgendwas kommen. Ich dachte, die kommen so um 3 Uhr, aber 0 Uhr irgendwas ist natürlich auch schön. So. Magister Roslin habe ich geholfen. Das ist wunderschön. Jetzt möchte ich noch, Schaufeler Landmine, was? Du willst mich doch verarschen, ich wollte die gerade entschärfen. Du Blöde. Ich glaub das einfach nicht. Es ärgert mich. So, kriege ich jetzt noch eine Warnung, dass ich irgendwann aus dem Spiel geworfen werde oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ist jetzt offline. Okay, Gruppe verlassen. So, macht ja keinen Sinn, mit jemandem in einer Gruppe zu sein, die offline ist. Ihr verliert. So, Schaufler Ausgräber, möge dein Tod gewiss sein. So, ich muss... Also, ja, muss ich gleich Aufnahmepause machen, gezwungenermaßen. Und, naja, tut mir leid, ich glaube, aber das ist nicht so schlimm. Ach, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, wie ich das schneide, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, das passt sogar einigermaßen von der Folgenlänge her. Vielleicht schneide ich es auch einfach zusammen zu einer Folge, dann wieder, ich habe keine Ahnung. Naja. So, jetzt erstmal schauen. Irgendwie war es jetzt die letzte Meldung oder kommt da noch eine? War es nicht um 0.12 Uhr? Also müsste jetzt doch theoretisch 5 Minuten vorher auch eine Meldung kommen oder etwa nicht?
Ich weiß es nicht. Offensichtlich nicht. Komisch. Hm. Toll. Warum schreiben die auch keine Zeit hin? Warum schreiben die nur in 10 Minuten? Toll. Schreibt doch hin um 0 Uhr irgendwas. Dann weiß ich wenigstens, wann ich nicht mehr spielen kann. Na gut. Ist ein bisschen doof gelöst. Aber vielleicht kommen ja noch mehr Warnungen. Ich weiß es nicht. Erstmal werde ich hier ein bisschen Abteischreiberinnen und Schreiber wiederbeleben. Im Moment nur Schreiberinnen. Hm. Tja, warum sind die alle weiblich? Sexismus. Nein. Ach, keine Ahnung. Oh, warte, eine Landmine. Kann ich die... Ah. Es hat geklappt. Hier, da ist ein Gelehrter. Ha. Stirb. Aber die Schreiberinnen sind alle weiblich und die Gelehrten sind männlich, oder was? Hä? Warum? Sind die Schreiberinnen denn nicht gelehrt? Tja. Diskriminierung, ne? Naja. So. So viel zum Thema Gleichberechtigung. Vielleicht ist auch nur Zufall. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Mein Gott. Gibt ja auch weibliche Banditen. Ich glaube, darüber sind die nicht allzu erfreut. Oh, ein Abteigelehrter. Den werden wir mal wiederbeleben. Auf Englisch. Ne? Ist der Name nur... Siehst du, die in England haben es einfacher. Die haben einfach nur, eine Form. Also für männlich und weiblich. Meist eine vollkommen unabhängige Form davon. Statt da jetzt irgendwie das noch differenzieren zu müssen, das verstehe ich sowieso nicht. Warum kann man das im Deutschen nicht einfach auch so machen? Mein Gott, würde mich auch nicht stören. So, meine Damen und Herrinnen. Nee, was weiß ich. Wie komme ich jetzt darauf? Gibt's ja auch Herrin. Hm. Tja. So geht das. Mögest du sterben, Schaufler Ratnik. Hallo, Update? Hallo, Warnung und so? Hä, willst du mich verarschen, du Spiel? War es jetzt die einzige Warnung oder was? Nicht, dass es jetzt plötzlich einfach mit dem Kampf und so, das wäre ja auch blöd. Muss doch bald... Oder war das jetzt vielleicht sogar ein Fehler? Ich weiß es ja nicht. Heutzutage weiß man nie. Habe ich auch schon mal erlebt, dass dann irgendwie gesagt wurde, der Server wird in so vielen Minuten runtergefahren. Dann auf einmal doch nicht. Aber 10 Minuten vorher und dann gar nicht mehr, wäre natürlich jetzt auch ein bisschen blöd. Vor allem, wenn du jetzt online kommst und dann auf einmal wieder rausgeworfen wirst und nicht weißt, was los ist, ist natürlich auch sehr schön. Schauflertunnel. Hm, na sowas. Mögest du sterben, Tunnel? Nee, ich zerstöre dich, du Tunnel. Ha, ich werde dich untermauern. Was? Ach, keine Ahnung. So, ach, ich bin ja schon... Was? Bin ich schon fertig mit dem Dings? Ich glaube nicht. Hier müsste ein Aussichtspunkt irgendwo sein, theoretisch. Also, theoretisch. Ne? So viel dazu. Ist er hier? Ich weiß es nicht. Hier oben? Vielleicht? Nee. Hä? Wo denn? Ach, hier doch nicht. Da hinten ist er. Ach Gott. Hä? Wo ist dieser? Ach, da oben drauf. Ach Gott. Nicht schon wieder so ein Aussichtspunkt, wo ich wieder ewig suchen muss. Sollte jetzt nicht eigentlich so langsam der Server heruntergefahren werden? Sollte ich nicht irgendwie eine Meldung bekommen oder so? Also wenn ich irgendwann... Ne? Ich glaube, das werde ich dann nahtlos einfach ranschneiden. Ohne jetzt groß... ach. Hä? Ja, euer Spiel wird in einer Stunde neu gestartet. Eben waren es noch 10 Minuten. Ach, das ist doch bekloppt. Naja. So, dann spiele ich halt einfach weiter, mein Gott. So. Hä? Verarscht mich doch. Das ist ja unfassbar. Jetzt ist das der... Ach nee. Das war ein Event. Okay. Eben waren es nur 10 Minuten. Vor 10 Minuten. Ach, das muss ich nicht verstehen, oder? Hm. Aber ist ja auch interessant. Lässt man wenigstens die Wahl, das zu einem bestimmten Zeitpunkt.
zu unterbrechen. Das finde ich ja toll. Das gefällt mir. Anders als in WoW, wo du dann irgendwie 15 Minuten vorher gesagt kriegst, der Server wird in 15 Minuten heruntergefahren. Weißt du, dann bist du mitten in der Instanz und dann musst du vom Endboss natürlich abbrechen und ach, das ist natürlich auch wunderschön. Aber so kannst du direkt... Aber wie komme ich jetzt hier hoch, ist die Frage.